Ich habe einen neuen Wasserfilter und den werde ich euch gleich zeigen. Ja, und warum? Ja, weil ich mein Wasser habe testen lassen und ich werde euch zeigen, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet mit den Ohren schlackern. Hallo Freunde, heute geht es um das Leben, die Gesundheit, Entgiftung, die Schönheit, um die Energie. Wasser wird ja oft als Lebenselixier bezeichnet, da es für das Überleben und die Existenz aller bekannten Lebensformen auf der Erde unerlässlich ist. Wer schon länger bei Olala und Solala dabei ist, der wird es wissen. Ich bin ein Wasserjunkie. Ich liebe Wasser, ich genieße Wasser, ich respektiere Wasser. In meinen Büchern habe ich schon viele Male den Wasserkreislauf genau erklärt. Und dass wir letztendlich dasselbe Wasser trinken, das schon die Dinosaurier getrunken haben. Ja, und wie wir alle wissen, befindet sich unsere Welt in einem Wandel. Und die natürlichen Abläufe geraten aus den Fugen und kommen an ihre Grenzen. Deshalb habe ich heute dieses Spezialvideo mit vielen Informationen rund um das Wasser für euch zusammengestellt. Worauf sollten wir aber eigentlich achten? Warum ist das Thema denn so spannend? Weil wir können ja immer sagen, ja, das Wasser, das aus der Leitung kommt, das ist ja klar. Und es wird immer gesagt, das deutsche oder das Münchner Leitungswasser ist von bester Qualität. Und auch dazu habe ich einige Sachen rausbekommen. Ich habe natürlich wieder mal lange recherchiert und jetzt nicht einfach den erstbesten Wasserfilter gekauft, sondern ich habe genau nach den Kriterien, nach den Filtersystemen geguckt, was angeboten wird und was notwendig ist. Und ich habe mich aber auch wirklich informiert, in welchem Zustand unser Wasser denn eigentlich heute ist. Und wenn man mal nachdenkt, dann ist es eigentlich auch klar. Natürlich habe ich vorhin auch schon gesagt, wir trinken dasselbe Wasser, ne? Immer nur anders wieder in den Umlauf gebracht, das die Dinosaurier schon getrunken haben. Aber die ganzen Herausforderungen, die unsere Erde ja durch die Verschmutzung aus jeglichen Richtungen überhaupt zu bewältigen hat, sind ja so groß, wie sie noch nie zuvor waren. Und deshalb kommt natürlich auch der Wasserreinigungskreislauf letztendlich an seine Grenzen. Und dann ist es ja auch klar, dass wir in verschiedenen Regionen oder zu verschiedenen Jahreszeiten eben auch verschiedene Sachen in dem Wasser haben, die wir nicht haben wollen. Die UNESCO hat eine Wassertestungsliste angelegt und Deutschland ist da nicht an erster Stelle mit der Wasserqualität aus dem Wasserhahn, sondern an 57. Gut, nun sind da 122, das heißt, Deutschland ist jetzt auch nicht an letzter Stelle, aber 57 als Platz ist jetzt auch nicht tippitoppi. Und dann gibt es natürlich auch Schwermetallbelastungen, Medikamentenrückstände und all diese Sachen. Und gerade das Nitrat wegen der Überdüngung unserer Böden ist auch wirklich in vielen Wässern, die wir getestet haben, enthalten. Abgesehen davon, dass auch Blei mit drin war, das liegt aber vielleicht auch an den alten Rohren in einem Haus. Wie auch immer, es ist erstaunlich, was dabei rausgekommen ist. Und das ist dann einfach schön zu sagen, ich habe jetzt einen Wasserfilter. Natürlich, das ist eine Art von Luxus, aber die gönne ich mir. Ich brauche sonst nicht viel, wenn ihr euch das vielleicht einmal so anguckt. Ich habe nicht viel Schmuck, ich gehe nicht oft ins Kino und ich fröne keinen anderen Luxus. Aber diese Sachen, die möchte ich einfach genießen. Ich will auch keine vielen Wässer kaufen, in Glasflaschen zum Beispiel. Ökologisch ist es nicht unbedingt, weil wenn man sich das vorstellt, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe eine Freundin, die sagt, ja, sie mag ihr Wasser aus der Leitung nicht und sie kauft sich immer die Glasflaschen und schleppt auch die Kisten und das macht sie auch für ihre Fitness und so. Aber eine Wasserflasche, auch in Glas, ne? Also wir reden jetzt nicht mal von Plastik, von der Belastung, sondern auch in Glas, verbraucht immerhin 6 Liter Wasser bei der Abfüllung, weil die Flasche wird ja als Pfand zurückgegeben, die wird gereinigt, die wird etikettiert, die wird etikettiert, die wird abgefüllt, die wird ausgekocht, all diese Sachen. Und dann ist es ja letztendlich so, dass da eine ganze Menge Ressourcen verloren gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, in der nächsten Zeit eine wirklich schlaue Sache, sich darüber Gedanken zu machen, sein eigenes Wasser zu Hause zu testen. Ich wollte euch das nur als Impuls geben. Ich habe weiter nichts davon. Ich habe mich wirklich durch das Thema Wasserfilter durchgearbeitet. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, hoppala, der Wasserfilter, diese Firma und so weiter und so fort. Ich hatte auch schon mal einen empfohlen bekommen. Den habe ich auch testen lassen. Das ist eine Importware gewesen. Und ehrlich gesagt, er hat ein bisschen was rausgefiltert. Aber er hat es nicht so rausgefiltert, dass ich jetzt eine
Quellwasserqualität habe. Und jetzt, mit meinem jetzigen Filter, habe ich eine Quellwasserqualität. Ich habe also kein hartes Wasser mehr, ich habe Kalk raus, ich habe jegliche Schadstoffe raus und ich habe es dann auch noch energetisiert. Und ich sage euch, man mag es glauben oder man mag es nicht glauben, man kann es eigentlich nur spüren, es ist Bombe. So, und wie bin ich jetzt vorgegangen? Ich habe mich natürlich rumgefragt, ich habe über Informationen bekommen, ich habe verschiedene Wässer getestet und dann bin ich auf eine Person gestoßen, den Martin Rathgeb, und der ist ein Wasserexperte. Und das ist eben ein Berater, der kommt zu dir nach Hause, der ist hierher gekommen, ich habe auch Freunde eingeladen, wir haben uns einen Vortrag angeguckt und dann haben wir alle Wässer, die alle mitgebracht haben, getestet. Und der ist letztendlich unabhängig, also der ist nicht von einer Firma und stellt dir nur einen Wasserfilter vor, sondern der stellt dir verschiedene Wasserfilter vor. Weil es kann ja sein, für die einzelnen Regionen, für die einzelnen Bedürfnisse, dass jeder etwas anderes braucht. Und so habe ich und eine Freundin von mir diesen Urquellwasserfilter, den ich jetzt habe, ausgesucht. Und eine andere hat einen anderen Wasserfilter genommen, weil der eher ihren Bedürfnissen nachgekommen ist. Ja? Film ab, Wassermarsch für den Einbau des Wasserfilters. Also, wir sind mittendrin. Das sind die einzelnen Zubehörteile. Ich habe mir auch einen speziellen Wasserhahn ausgesucht. Man braucht ja dann, wenn man einen Wasserfilter hat, einen Drei-Wege-Hahn. So wird der Filter geliefert. Ist ein Hightech-Apparat, sieht letztendlich aus wie so ein Computer. Aber da sind die Membranen drin und da ist letztendlich das Filtersystem drin. Das wird dann auch gewartet und einmal im Jahr auch ausgetauscht, damit eben auch die Qualität des Wassers weiterhin gewährleistet wird. Und jetzt schauen wir mal rein ins kostbare Innere. Hier sind die einzelnen Kartuschen, die das Wasser auch zur Reinigung und zur Energetisierung durchläuft. Da ist zum Beispiel die EM-Keramik, das Mineralgestein, Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst und der Edelschungit. Und da läuft euer Wasser durch und das ist köstlich, das schmeckt und merkt man auch. Also der volle Genuss mit klarem Wasser. Ich feiere es jeden Tag. Das ist schon sehr beeindruckend, wie komplex und filigran letztendlich auch mit der Membran so ein Wasserfilter ist und wie er funktioniert. Und ich freue mich so wahnsinnig. Ich feiere es jedes Mal und gucke mir mein Wasser an und bin total glücklich. Jetzt möchte ich mit euch auf die Wassertests zu sprechen kommen, die ich mit dem Martin Rathgeb gemacht habe. Und zwar gibt es da unterschiedliche Mess- und Maßeinheiten. Es gibt die Mikrosiemens und es gibt die PPM. Das sind die Parts per Million. Und darum geht es, wie viele Partikel sind im Wasser, die letztendlich nicht ins Wasser gehören. Und da gehen wir davon aus, dass ein ganz reines Quellwasser vielleicht 12 oder 20 ppm hat. Aber wir sind hier teilweise bei verschiedenen Wässern, das ist hier zum Beispiel das Wasser, das ich aus Brandenburg geschickt bekommen habe, bei 633 Mikrosiemens, also bei 315 ppm gelandet. So, das ist jetzt erstmal, für mich war das zu Anfang gar nicht leicht zu verstehen, aber ich habe mich natürlich da durchgefuchst, was ich euch sagen möchte, und deshalb blende ich euch jetzt hier auch mal eine Illustration ein. Es geht darum, ob wir gesättigtes Wasser haben oder ungesättigtes Wasser. Und deshalb ist es wichtig herauszufinden, wie viel Mikrosiemens oder ppm in eurem Wasser rumflattern. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, wie ich diese Sache angehe, mit dem Lymphsystem, mit der Zellreinigung, mit der Hydratation des Körpers, mit der besseren Funktion aller Organe durch die Zufuhr von Wasser, dann brauchen wir ein reines, ungesättigtes Wasser, wo kein Mikroplastik, kein Nitrat und all diese Sachen eben nicht drin sind. Nur dann können die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, zu unseren Zellen transportiert werden und die Stoffwechselendprodukte, die die Zelle abwirft, auch wegtransportiert werden und dann ausgeschieden werden. Und deshalb ist mir dieses reine, klare Wasser so wichtig. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir ein reines Quellwasser haben, dann geht dieses Wasser im Prinzip durch unseren Organismus und kann hier alles mitnehmen, was wir loswerden wollen, tschock, und gibt es weg. Wenn wir jetzt aber ein gesättigtes Wasser haben mit diesen ganzen vielen Mikrosiemens drin oder den PPMs, dann ist das Wasser voll. Dann kann das gar nicht so viel mitnehmen.
Wir scheiden das aus. Deshalb hat man, wenn man unterschiedliche Wasserqualitäten hat und probiert und trinkt, auch manchmal das Gefühl, dass das Wasser hier im Mund verschwindet. Man trinkt es und es geht weg. Und manchmal merkt man doch, hat man so ein schweres Wasser. Boah, und dann denkt man sich, boah, jetzt habe ich aber eine Wasserwampe. Buhuhuhu. Und dann pinkelt man das einfach alles wieder aus. Nun ist es so, dass ein Doktor, der 20 Jahre lang Wasserqualität und das, was es mit dem Körper macht, erforscht hat im letzten Jahrhundert, nämlich der Dr. Louis-Claude Vincent, festgestellt hat, dass Wasser optimal leitfähig ist, wenn es unter 130 Mikrosiemens ist. Wasser, das über 300 Mikrosiemens ist, ist bereits belastend für den Körper. Jetzt ganz klar die Sache nochmal, wenn wir also davon reden, egal was wir für einen Detox machen, egal was wir für eine Nährung unserer Zelle machen, egal was wir energetisch in unserem Körper machen wollen, wenn wir ein volles Wasser zu uns nehmen, dann ist es nicht nur so, dass es nicht abtragen kann, sondern wie er in diesen 20 Jahren Studie festgestellt hat, eben auch belastend ist. Er hat sogar festgestellt, dass Menschen, die in der Stadt leben, verglichen zu den Menschen, die auf dem Land leben, weil sie sehr hartes Wasser haben, die in der Stadt kürzer leben, also früher sterben, als die, die auf dem Land leben. Das muss jetzt nicht mehr unbedingt so sein, das ist auch 50 Jahre her, denn die auf dem Land haben teilweise ja auch eine große Nitratbelastung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass ich mich besser fühlen wollte mit dem Wasser. Aber es ist doch eigentlich auch verständlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Luft schlechter wird oder die Bodenqualität schlechter wird, dass letztendlich auch unsere Wasserqualität schlechter wird. Das liegt ja daran, dass eben alle Abteilungen auf unserer Erde an ihre Grenzen kommen. Das meinte ich ja damit, dass die ganz natürlichen Kreisläufe eben aus den Fugen geraten, weil sie überlastet sind. So, also Wassertests, Film ab! Ich habe aber nicht nur mein Wasser getestet, sondern auch das von vielen Freunden, weil nämlich irgendwie alle so ein komisches Gefühl haben und keiner so richtig weiß, wie er den Wasserzustand heutzutage einschätzen kann. Deshalb habe ich Wasser geschickt bekommen aus Brandenburg, aus Kärnten. Ich habe ganz viele Wässer aus verschiedenen Stadtteilen bekommen und es ist in der Tat ganz oft etwas anderes dabei rausgekommen. Und dabei habe ich letztendlich auch gemerkt, wie sehr das alle interessiert, dieses Thema Wasser, Wasserqualität, weil alle haben gesagt, wow, du machst so einen Test, bitte teste doch mein Wasser mit. Und natürlich haben wir das dann auch gemacht. Deshalb seht ihr hier die ganzen Fläschchen. Als erstes sind wir auf den pH-Wert und auch auf die Wasserhärte gegangen. Die ist ja auch von Region zu Region unterschiedlich und eben in der Stadt manchmal anders als auf dem Land. Wir haben also alles gut festgehalten und die Ergebnisse haben natürlich dann auch alle entsprechend zu ihrem Wasser bekommen und sich darüber sehr gefreut. Dann haben wir auf Schwermetallbelastung getestet und da haben wir spezielle Tests gemacht zu Zink, zu Blei, zu Kupfer, zu Cadmium und zu Quecksilber. Natürlich könnt ihr eure Wässer auch einschicken in Labors, da mache ich euch auch einen Link in die Infobox, aber so kann man eben auch schon eine ganz gute Tendenz feststellen. Diese Tests brauchen ein bisschen, man muss gucken, dass das Ergebnis dann eben auch seine Zeit hat, damit man es auch genau ablesen kann. So, und jetzt mit diesem kleinen Gerät können wir also die Fremdstoffe, die im Wasser letztendlich nichts zu suchen haben, messen. Das sind also die Mikrosiemens oder die Parts per Millions, die ich euch erklärt habe. Und um das nochmal besser zu verstehen, machen wir hier einen ganz einfachen, klassischen Teetest. Also, wir gießen einmal den schwarzen Teebeutel mit einem gefilterten und einmal mit einem ungefilterten Wasser auf. Hier seht ihr schon den Farbunterschied. Aber es schmeckt auch anders und es riecht auch anders. Das merkt man natürlich nur, wenn man den Vergleich hat. Und was mich dann noch sehr beeindruckt hat, das kann man letztendlich hier mit einer Seifenlauge feststellen. Das ist auch nochmal der Kalkanteil, aber eben auch in Verbindung mit den Fremdstoffen, die noch im Wasser vorhanden sind, kann man diese sichtbar machen mit dieser Seifenlauge. Und da seht ihr jetzt einfach nochmal, schaut mal, wie unklar unser klares Wasser eigentlich ist und wie klar unser gefiltertes Wasser ist. So, jetzt hier nochmal einfach, dass ihr mal so die heftigsten Werte überhaupt seht. Also es gibt Unterschiede von diesen Messungen, die sind wirklich hanebüchen. Sagt man das so, hanebüchen?
Hanebüchen, sagt man, ne? Genau so. Also da stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Ich habe natürlich, das wisst ihr ja auch, immer noch mal versucht, so weit wie möglich, weil ich ja auch so gerne mit Inhabern von Firmen spreche, um herauszufinden, welche Philosophie ist das, wie arbeiten die wirklich, warum machen die diesen Job, warum entwickeln die sowas, gesprochen. Und ich habe die rausgefunden und ich habe die beiden per Videokonferenz auch kennengelernt und kann eben auch sagen, und das finde ich auch eine tolle Sache, dass die ganzen Sachen in deutscher Handarbeit hergestellt werden. Und so finde ich eigentlich auch, kann man eine Qualitätssicherung bei so einem Wasserfilter letztendlich ja auch erwarten. Also das war für mich auch noch wichtig. In meinem neuen Buch erkläre ich ganz genau die Abläufe von der Zellreinigung und dem Lymphsystem und wie wir gesund und fit bleiben können. Aber dazu brauchen wir auch klares Wasser. Das ist im Prinzip alles, was ich euch jetzt so ein bisschen zu meinem neuen Wasserfilter sagen wollte. Dazu, dass ich natürlich ein Wasserfreak bin, Wasser feiere, Wasser respektiere und Wasser zu mir nehmen möchte, damit ich alles, was ich Gutes esse, mit den Nährstoffen zu den Zellen bringe und alles, was dann abtransportiert werden muss, rausbekomme. Das gehört zum Well Aging. Das ist ein großer Part in meinem neuen Buch auch. Wie in meinen anderen Büchern habe ich natürlich Wasser schon immer beschrieben, habe ich euch ja gesagt. Aber hier habe ich natürlich auch noch das Eisbaden mit drin und ach, ganz viele tolle Sachen. Ich habe eine ganz tolle Ernährungschallenge mit einer Diät zusammengestellt, über die ihr 3 Wochen lang nur feinste Nährstoffe zu euch bekommt, die eure Enzyme im Körper anregen. Und es gibt Gesichtsgymnastik und es gibt Tipps in jede Lebenslage. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für das Buch interessiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für einen Wasserfilter interessiert. Ich verlinke euch den Kontakt zum Martin Rathgeb, der mich sehr, sehr gut beraten hat und auch viele meiner Freunde, in der Infobox. Und dann schaut ihr einfach und findet hoffentlich für euch den richtigen Wasserfilter. Ich liebe meinen sehr und kann euch den nur so ans Herz legen. Aber mal schauen, was der Martin Rathgeb sagt, in welcher Region ihr wohnt und welcher Wasserfilter für euch der richtige ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal und sage, hoch die Gläser, Freunde, lasst uns Wasser trinken in feinster Qualität. Tschüss. Was? Wasser? Ja, was ihr wollt, findet ihr hier und hier.